blinkende rote Lampe signalisiert: Achtung, an diesem Schaltschrank liegt Spannung an. 7,5 Millionen Euro Umsatz hat die Starkstromanlagenbau Lobenstein EG in 2015 gemacht. Unter anderem mit genau solchen Schaltschränken. Die werden hier in dieser Fertigungshalle gebaut. Sieht kompliziert aus? Ist es auch. Mit Volt, Ampere und Co. sollte man sich besser auskennen. Am Anfang steht bei der Starkstromanlagenbau Lobenstein EG, kurz SALO, immer geflossene Ladung pro Zeit. Die gilt es zu zähmen und in geordnete Bahnen zu lenken. Seit über 55 Jahren bietet die SALO elektrotechnische Leistungen an. Ihre Kunden kommen aus der Industrie, der Landwirtschaft, der Energieversorgung, dem öffentlichen Sektor und aus Privathaushalten. Mit dabei Volkswagen, Vattenfall, die Bundeswehr, das Stahlwerk Thüringen und Porsche. Die SALO selbst wurde 1958 als Produktionsgenossenschaft des Handwerks gegründet. 1990 erfolgte die Umwandlung in die Starkstromanlagenbau Lobenstein EG. 85 Mitarbeiter sind bei der SALO beschäftigt. Sie planen, prüfen und warten elektrische und elektrotechnische Anlagen. Womit man sich bei der SALO auskennt? Beleuchtungs- und Brandschutztechnik, Maschinensteuerung, Anlagenbau, Automation, Solar- und Windstromanlagen und Energieberatung. Natürlich hat die SALO eine eigene Photovoltaikanlage. Zusammen mit den Vorständen Ute Kiesling und Thomas Neubert steigen wir der SALO aufs Dach. EG, eingetragene Genossenschaft. Was bedeutet das eigentlich genau? Also Genossenschaft als Eigentumsform bedeutet, dass unsere Mitarbeiter die Eigentümer der Gesellschaft sind. Das sind über 20 Mitarbeiter, die Anteile an der Firma haben. Das heißt für uns auch eine sehr große Kontinuität in der Unternehmensplanung, da die Gesellschafter ihre persönlichen Interessen hinter die der SALO stellen. Auf ihre Mitarbeiter legt die SALO großen Wert, genauso wie auf ihre Auszubildenden. Für die gibt es bei guten bis sehr guten Noten sogar Prämien und eine Übernahmegarantie. Wir haben derzeit 13 Auszubildende. Wir versuchen frühzeitig unsere Auszubildenden zu finden, nämlich in den Schulen in der Umgebung, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Wir haben einen Senior-Ausbilder, der das erste Vierteljahr nur für die Auszubildenden da ist. Den haben wir aus dem Ruhestand wiedergeholt. Das ist sehr gut angekommen und bietet natürlich für die Auszubildenden eine gute Basis dann, wenn es in die Fachabteilungen geht. Zum Beispiel in die Fertigungshalle mit den Schaltschränken. Dieser Schaltschrank wird noch einmal auf Herz und Nieren geprüft, bevor er demnächst in der Pharmaindustrie zum Einsatz kommt. Spannend, oder?